Verbraucherschutz im Internet. Im Prinzip haben wir zwei Bereiche, wo wir ansetzen können. Einmal privat, einmal was können wir als Politik tun. Privat kann jeder von Ihnen einfach mit Datensparsamkeit dafür sorgen, dass hier kein Missbrauch stattfindet. Denn wo keine Daten eingestellt werden oder keine Daten erhoben werden, da kann auch nichts missbraucht werden. Auf der anderen Seite sind wir natürlich aber auch als Politik gefragt, hier Abzocke vorzubeugen und Verbraucherschutz einen höheren Stellenwert im Internet einzuräumen. Und das setzen wir an beim Thema AGBs, bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Viele von Ihnen werden ja oftmals aufgefordert, dann etwas zu bestätigen. Da ist dann eine Weitertaste, die kann man nicht anklicken, wenn man nicht in einem Feld, das leer ist, einen Haken setzt und damit praktisch diese allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Und oftmals verstecken sich hinter solchen AGBs dann Abos oder sonstige kostenträchtige Leistungen, die man dann praktisch mit erwirbt, ohne es zu wissen, weil wer liest sich denn schon 30 Seiten AGBs durch? Deshalb haben wir als FDP-Bundestagsfraktion gesagt, es muss ein verpflichtendes Bestätigungsfeld kommen, das nochmal extra aufpoppt, das nochmal klar zeigt, hier gehe ich eine vertragliche Verpflichtung ein, hier kaufe ich ein Abo oder ein Produkt, somit dass Transparenz da ist und man dann auch weiß, was man tut. Und wer dann Ja klickt, das möchte ich kaufen, der hat es dann auch gekauft, der wollte das auch kaufen. Aber somit beugen wir der Abzocke vor, dass in den AGBs was versteckt wird. Und zum anderen haben wir das Thema digitaler Radiergummi. Seit neuestem gibt es diese Funktion. Und da setzen wir uns dafür ein, dass hier keine Diskriminierung stattfindet von Usern, die den digitalen Radiergummi benutzen und zum Beispiel dann nicht ihr Foto hochladen können in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Das muss auch weiterhin für die User möglich sein, die das machen wollen, auch wenn sich so ein Bild dann irgendwann mal nach 2 Jahren von selbst aus so einem Netzwerk verabschiedet. Von daher bin ich davon überzeugt, wenn mit dem, was man privat tun kann und mit dem, was wir als FDP-Bundestagsfraktion tun können, wir auf dem richtigen Weg sind für mehr Datenschutz, für mehr Verbraucherschutz im Internet.